Die Damen vom Heitersheimer Chorverein. Sie planen gerade wieder eines ihrer tollen Chorkonzerte. Da ist immer ordentlich was los in der Halle. Das nächste Konzert ist im Mai. Dafür muss schon viele Monate vorher alles perfekt organisiert werden. Es braucht Vorlaufzeit. Tja, eine Werbetafel, ein paar gedruckte Tickets und eine Würstchenbude reichen in Heitersheim natürlich nicht aus, sagt der Paragrafenreiter vom Landratsamt. So eine Feier in der Mehrzweckhalle braucht nämlich einen haargenauen Plan. Das macht der Herr Schaber doch gern ehrenamtlich. Jede Feier hat ihren eigenen ausgeklügelten Plan, insgesamt 80, damit auch jede Topfpflanze an der richtigen Stelle steht. Im Prinzip, wenn ich den Stuhl nur 20 cm weiter nach vorne stelle, dann muss man im Prinzip einen neuen Plan machen. Und das sind so Dinge, wo ich einfach nicht verstehe. Müssen Sie auch nicht. Stattdessen müssen Sie den Plan noch einmal machen. Sie haben nämlich bei den Bistrotischen leider vergessen einzutragen, wie viele Menschen genau im Mai an selbigen stehen werden. Wie sollen wir am Abend selber da reagieren? Sollen wir zu den Leuten hin und sagen, hey, da stehen vier zu viel? Gehen Sie mal wieder auf die Seite. Und was das Amt noch wissen will, ist in diesem 10-seitigen Papier mit nur 35 Punkten auszufüllen. Also Bezeichnung der Veranstaltung, das Datum der Veranstaltung. Name des Veranstalters, Veranstaltungsleiter, die Veranstaltungsart, Ablauf der Veranstaltung, erwartete maximal. Konkret heißt das, der Chorverein muss nicht nur Miete zahlen und Nebenkosten für den Strom, sondern auch die Reinigung, zwei Gefahreneinschätzungen von der Feuerwehr und dem Roten Kreuz beauftragen, einen privaten Sicherheitsdienst bestellen, falls einer ausrastet, Parkplatzwächter einstellen, schwer entflammbares Dekomaterial besorgen, deswegen sind Kerzen leider verboten, und wer auf eine Leiter steigen will, muss sich das vom Hausmeister vorher zeigen lassen. Wir werden überfahren von der Bürokratie. Wir haben die Zeit nicht, um diese Bürokratie zu erfüllen, die das Landratsamt uns auferlegt. Ist das nicht alles ein bisschen zu viel der Ordnung, Herr Paragrafenreiter, Herr Bürgermeister? Als Verwaltung müssen wir natürlich die Gesetze beachten und sind für die Sicherheit verantwortlich. Die Sicherheit ist auch hoch in der Halle und es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass nichts passieren kann. Und seit diesem Jahr muss auch jedes einzelne Kabel sicherheitstechnisch überprüft werden. Ja, Moment, aber auch die ohne Netzstecker. Das wird ein Fest.